Tatsächlich ist es so, dass ich relativ früh wusste, dass ich eine Lesereise machen würde. Und ich hatte mir gedacht, das wäre eine feine Idee, das aufzulockern mit ein bisschen Musik. Und ich habe dann unseren Gitarristen Kuddel gefragt, ob er mitkommen wolle. Und natürlich hat er auch Lust, mal wieder auf die Bühne zu gehen. Und wir sind dann zusammen im Proberaum gewesen und haben uns einzelne Lieder vorgenommen. Mir war immer klar, dass dieser Abend nur Songs beinhalten sollte, die auch was mit Liverpool oder der Geschichte des Buches zu tun haben sollten. Und da sind wir über mehrere Lieder gestolpert, die wir echt klasse fanden, wo wir gesagt haben, boah, das wird sich aber auch als Bandversion gut anhören. Und dann habe ich beschlossen, mal eine Probe anzusetzen und den Jungs ganz geduldig gesagt, wenn das nichts ist, wenn das nichts wird, können wir es sofort wegschmeißen, es erfährt ja keiner. Aber lass uns bitte mal diese Songs ausprobieren, da sind teilweise geniale Sachen bei. Und nach dieser Probe hat nie wieder irgendjemand gesagt, wir machen das nicht oder so, sondern da waren alle angefixt und haben totalen Spaß gehabt und wir haben diese Scheibe innerhalb von 2 Wochen eingespielt. Alle haben riesig gelacht und Spaß und also insofern war das für uns, glaube ich, ein tolles Projekt. Und ich mag den Gedanken, dass es sozusagen der Soundtrack zu meinem Buch ist oder zumindest die Geste, dass die Band bei mir ist, dass das eben mit dem Buch auch kein Solo-Weg ist, abgehoben oder so, sondern mit dieser Platte hat die Band mir quasi offiziell den Segen für dieses Projekt gegeben. Und das finde ich total schön. Nein. Nein, das ist nicht schwer gefallen, weil es auch tolle Musik ist. Selbst Won, der erst sehr verhalten war als Tottenham Hotspur-Fan, hat einen riesen Spaß daran gehabt. Und die Musik ist ja auch davon abgekoppelt. Das sind einfach tolle Lieder, die teilweise sozusagen Popmusik vorgegriffen haben mit den harmonischen Gesängen, aber teilweise auch den Metal vorbereitet haben. Also eine Band wie Rory Storm und The Hurricanes. Das war wirklich schwerer Tobak damals. Das kann man sich heute schwer vorstellen. Aber im Rückblick war das exzessive Musik und auch ein exzessives Leben. Also ich glaube, die Beatles werden in Hamburg auf der Reeperbahn das Leben so richtig kennengelernt haben. Also in puncto Liebe, in puncto Tabletten und Alkohol, da ging es drunter und drüber. Und nur wenn man sich das heute ansieht, fällt es einem schwer nachzuvollziehen, wie wild diese Zeiten waren, weil damals einfach die Verhaltensweise so war, dass man sich einen Anzug angezogen hat, wenn man auf die Bühne ging. Man sah also ordentlich aus, aber im Grunde waren das raue Jungs in ordentlichen Anzügen, während die Stones zum Beispiel in London ordentliche Jungs aus dem Mittelstand waren in rauen Klamotten. Ja, also es ist schon ein Unterschied. Die Beatles kamen aus echt rauen Verhältnissen, das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, man kann das auch an den Beatles festmachen. Für mich ist die Definition Rockband für die Beatles völlig gültig, weil sie in vielen Sachen Pioniere waren und auch nicht immer den einfachen Weg gegangen sind. Also Helter Skelter und so weiter, da waren schon echte Kracher dabei. Es ist eine Rockband gewesen, keine Popband. Nicht jedes Cover passt zu uns. Also normalerweise wäre unsere Herangehensweise so, wir nehmen uns die Lieder, die uns total gefallen, probieren die aus und wenn wir merken, es gibt da irgendwie ein Problem, dann legen wir die Sachen zur Seite. Das kann teilweise so sein, dass die Stimme anders gelagert ist als meine, dass ich da nicht mehr so rankomme. Oder das kann einfach sein, dass man den Groove, den so eine Nummer hat, vielleicht nicht wirklich trifft. Also das Beispiel, so wenn man als deutsche Band versucht, Reggae zu spielen, das ist sehr, sehr schwer. Covern geht noch, aber eine eigene Reggae-Nummer, das muss wirklich gelernt sein. Das ist ein schweres Feld. Und so kann man auch bei verschiedenen Bands an seine Grenzen kommen. Abgesehen davon, dass es Lieder gibt, warte mal, ich muss jetzt nochmal eben das Okay drücken hier. Abgesehen davon, dass es Lieder gibt, die ja fast, also die zu covern, das ist ja fast Majestätsbeleidigung. Ja, Slade, Come on, Feel the Noise oder von Metallica ein paar Lieder. Da ist die Gefahr groß, dass du dich lächerlich machst. Und das wollen wir halt weitestgehend verhindern.
Ja. Also letztendlich muss man erkennen, dass Punk auch nur ein Label ist für eine gewisse Phase in der Rockmusik. Und wir haben nicht beim Punkt Null angefangen, so wie wir das behauptet haben als Punks, sondern wir haben uns bedient an einfachen Rock'n'Roll-Riffs und haben die vielleicht noch ein bisschen schneller gespielt. Aber das ist alles schon drin in der Musik gewesen, 10 Jahre davor. The Who, My Generation, The Kings, You Really Got Me und sehr viele Lieder aus der Beatzeit haben das schon vorgegeben. Hippie Hippie Shake, Lieder, die wir auf der Scheibe haben, aber auch andere Sachen, Rock'n'Roll-Nummern, die es schon in Amerika vorher gab, von Bill Haley und so weiter. Aber die US-Rock'n'Roll-Musik aus den frühen 50er Jahren, die hat oft mit einem Shuffle-Beat gearbeitet. Ja? Dann hörte sich das alles sehr verspielt an, auch teilweise mit akustischen Instrumenten und so. Und es ist die Beat-Szene, die diesen Shuffle-Beat umgewandelt hat in einen Viervierteltakt. Deshalb auch dieser Begriff Beatmusik. Ja, voll auf die Glocke und die angefangen hat, knallhart elektrische Gitarren einzuführen. Und das hat diesen Sound deutlich aggressiver gemacht. Da kommt der Punch her. Und deshalb findet man da ganz viele Elemente, die im Punk nicht wirklich unterschiedlich sind. Also es war eigentlich ein Heimspiel, diese Platte aufzunehmen. Das ist kein entferntes Genre gewesen. Ja, ich habe ja schon die erste Single gehört. Das ist ja genau das, was wir alle hören wollen von denen. Sehr rootsmäßig, finde ich. Da ist alles da. Ich hoffe, dass sie auf dem Album auch noch ein, zwei Knaller haben, wo es im Refrain noch mehr abgeht. Aber in der Mannschaftsaufstellung, sage ich jetzt mal, wie sie da antreten, das kann man nicht besser wünschen. Ich hatte die ganze Zeit, seit Monaten gehört, dass es in der Küche von AC/DC brodelt. Es gibt da so ein paar Verbindungen. Jetzt ist es konkret und natürlich ist es eine Riesenfreude und ich kann mir vorstellen, dass sie wieder mal alle Rekorde mit der Scheibe brechen, alleine einfach, weil die Leute froh sind, dass sie wieder weitermachen. Was das jetzt für die Live-Tourneen bedeuten wird, das kann ich jetzt noch nicht genau ausmachen. Also es wird ja wohl einen Grund gegeben haben, warum der Sänger auf der letzten Tour ausgestiegen ist, warum er nicht mehr konnte, ob das Problem behoben ist und so, das muss man sehen. Aber ich werde mir als erstes eine Karte kaufen, wenn Angus Young mit seinen Kollegen wieder auf die Straße gehen sollte. Das wird aber auch dauern. Ich denke, es ist eine Band, die solche Großveranstaltungen weltweit plant. Die muss sich sicher sein können, dass das auch durchgezogen werden darf. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass die vor 2023 irgendwo live erscheinen werden, denn die Pandemie wird noch lange eine Spur hinter sich herziehen. Das war ein fantastischer Abend, also es war schweinelaut. Und Bon Scott hat sich Angus Young ja auf die Schulter gehoben und ist mit dem durch die ganze Halle gelaufen und aus dem Tornister von Angus kam dieser Weihrauch raus und die sind direkt neben mir hergelaufen, also an mir vorbei. Und ich war damals schon Punk. Also war mit meinen Sicherheitsnadeln in der Jacke und mit meinen Badges und so weiter. Aber AC/DC wollte ich mir unbedingt noch geben. Ja, das war ja so, dass 1976, 77 die Platten von AC/DC auch im Punkregal eingeordnet waren, wenn du irgendwo in einem Schallplattenladen warst, weil das war im Verhältnis zu den anderen Rockbands dermaßen aggressiv. Ja. I'm a Problem Child, Dirty Deeds, Dunder Cheap, High Voltage. Das war ja alles wirklich aggressives Zeug und deshalb wurde das zunächst mal sehr oft ins Punkregal eingeordnet, was ich auch voll okay fand. Aber im Grunde hatte mich die andere Bewegung schon erwischt, denn mir hat diese zusätzliche Komponente gefallen, weniger Solos, die Songs nur noch 2 Minuten und die Texte in die Fresse. Also Punk war dann noch mal das, was AC/DC so in den besten Momenten hatten, I'm a Rocker zum Beispiel von der Dirty Deeds, das war so auf Augenhöhe. Und AC/DC hat meiner Meinung nach die Power in einer unglaublichen Coolness, was das Durchhalten auch von Langsamkeit angeht. Ja? Die Tempi von denen sind ja durchaus ja, mehr, die kommen mehr daher wie so eine Dampfwalze, während die Punk-Songs
eher wie kleine Wespenstiche und Wespen waren. Und ich bin dann einfach von den Ramones und den Damned und den Sex Pistols so überrollt worden, dass ich AC/DC immer noch mitbeobachtet habe. Also der Gig war sowieso erste Sahne. Aber ich habe mir dann auch noch weiterhin die Platten gekauft, vor allen Dingen We Want Blood, die Live-Scheibe, unglaublich. Aber es war sozusagen, spielte sich nicht mehr in der Top 20 ab, sondern die waren bei mir so ein bisschen abgerutscht. Aber überall die Jahre haben sie es immer wieder geschafft, mich umzuhauen mit Songs und Alben, die grandios waren. Das musste ich auch als Punk weiter zugeben, ganz klar. Also ich habe die Liebe zu AC/DC immer beibehalten. Boop boop boop.